Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Jan und in diesem Video erfährst du, wie du mit einem Arduino, einem WS2811-LED-Streifen und einer App für deinen PC, die du kostenlos herunterladen kannst, deine eigenes Ambient Light für deinen Monitor oder deine Monitore erstellen kannst. Fangen wir an. Zuerst musst du die Hardware einrichten. In der Infokarte und in der Videobeschreibung findest du einen Link, wie du den WS2811-LED-Strip mit dem Arduino verbindest. Der zweite Schritt besteht darin, den Code für den Arduino zu schreiben. Den Link zum Programm findest du in der Videobeschreibung. Der dritte Schritt ist das Herunterladen und die Einrichtung der App für deinen PC. In diesem Tutorial werde ich Prismatic verwenden. Den Link zur Website findest du in der Videobeschreibung. Ich würde dir empfehlen, die obere Version herunterzuladen, da ich Probleme mit der unteren Version, also mit der neueren Version, hatte. Als nächstes musst du die heruntergeladene Datei öffnen und den Setup-Assistenten ausführen, so wie ich es gemacht habe. In der Taskleiste findest du eine Sonne, wenn Prismatic läuft und einen abnehmenden Dreiviertelmond, wenn das Programm nicht läuft. Wenn du einen Doppelklick auf das Symbol machst, ändert sich der Zustand. Mit einem Rechtsklick kannst du zwischen deinen Profilen wechseln, die Einstellungen öffnen oder das Programm schließen. Wir öffnen jetzt die Einstellungen durch einen Linksklick auf Einstellungen. Danach klickst du auf Device und auf Run Konfiguration Wizard, um den Konfigurationsassistenten zu starten. Du solltest ADA Lite als angeschlossenes Gerät auswählen. Dann sollst du den COM-Port deines Arduinos herausfinden. Wenn du diesen in der Arduino IDE nicht finden kannst, öffnen den Gerätemanager und suchen ihn unter dem Punkt Anschlüsse, COM-LPT. Ich musste auch die Farbreihenfolge von RGB auf RGB ändern, damit alle Farben korrekt dargestellt werden. Danach legst du ein neues Profil an und legst die Anzahl der LEDs fest. Ich habe jedes Feld von Hand verschoben und in der Größe verändert, damit alle Kästchen zum Ort der LEDs passen. Wenn du es einfacher haben willst, kannst du die neuere Version herunterladen und das Profil dort erstellen. Wenn du danach die ältere Version herunterlädst, bleiben die Profile der neueren Version erhalten. Im Task Manager kannst du das Programm auch so einstellen, dass es automatisch startet, damit du es nicht manuell starten musst. Der vierte Schritt ist, zu genießen. Danke fürs Zuschauen, bitte kommentier unten, wenn du Verbesserungsvorschläge oder andere Ideen hast, was ich mit dem LED-Streifen machen soll.